So, und wo genau sind wir jetzt? In einer Sackgasse. Aber anscheinend ist ja gewollt, dass man sich hierher teleportiert. Als ihr die Säule genauer in Augenschein nehmt, entdeckt Gwendolyn ein Geheimfach, in dem sich ein magischer Helm und eine seltsam aussehende Klaue befindet. Eine Drachenklaue, meint sie aufgeregt. Auf was haben wir uns da nur eingelassen? Ja, meint Mürrim, etwas verlegen, und nimmt die Klaue lang in Augenschein. Draco Draconis und nicht eben klein. 500 Jahre alt und groß. Preios, steh uns bei, entfernt es Quellen und sie versucht krampfhaft, sich im Schatten der Wände zu verstecken. Was? Okay. Kalter Schweiß rinnt ihr über die Stirn und sie ist nicht mehr von dort wegzubewegen. Wollt ihr Gwendolyn Windel weich prügeln und mitschleppen, durch befühlsame Worte zum Weitergehen bewegen? Sanftmut zaubern oder zurücklassen? Erstmal einfühlsame Worte. Und das probiert. Gwendolyn ist unser Redner eigentlich. Probieren wir mal Talana? Ja, siehst du mal. Talana schafft es, Gwendolyn durch beruhigende Worte von der Wichtigkeit dieser Unternehmung zu überzeugen. Entweder das oder sie doch geheim verprügelt und einfach mitgeschliffen. So, Draco Draconis und ein Helm. So einen ähnlichen haben wir doch schon. Vom Aussehen her jedenfalls. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse. Helm. Nuda Structura Magie. Dieser magische Helm ist von allen Helden zu tragen und bringt dabei 3 Punkte Rüstungsschutz. Rüstungsschutz nur einen. Oh, das ist ganz schön gut. Besser als ein Silberhelm. Genauso gut wie ein Eisenhelm und hat keine Abzüge. Wer kriegt ihn jetzt? Helm. So, warte mal. Große Attacke Parade? Hier nicht. Attacke Parade Werte. So, Zweihänder 16, 7. 17, 8. Okay, das behalten wir so bei. Weil wenn wir wirklich gegen Drachen kämpfen sollten, was ja doch jetzt recht naheliegend ist. Also es war schon naheliegend, als wir einen Drachentöter gefunden haben. Und jetzt noch die Klaue. Dann sollte er möglichst gut treffen können. Also eigentlich müsste sogar die Plattenrüstung ausziehen, aber ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. So, und was mit der Drachenklaue? Dies ist eine Drachenklaue. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse. Drachenklaue. Da Struktura Nichts Besonderes, außer dass es eine verdammte Drachenklaue ist. Aber gut. Grundwerte. Ist irgendjemand überladen? Nein. Okay, was haben wir noch? Wir haben einen Helm, wir haben eine Drachenklaue. Wir könnten gucken, ob die anderen Dinger davon auch ein Geheimfach haben. Oder auch nicht? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon, man hätte irgendwo durchgucken können und wäre dann so hierher teleportiert, aber okay. Also, wir müssen jetzt nochmal teleportieren. Was, wenn wir keinen Magier hätten? Das finde ich jetzt extrem komisch, aber okay. Ich gucke nochmal ganz kurz die Wände ab. Okay, Talana, mach dein Ding. Transversalis Teleport. Ja, noch mehr Dämonenfratzen und sie hat gleich keine Astralenergie mehr. Eine Art Dämon, der sieht aber anders aus. Und es sind viel mehr.
Aber wir sollten uns merken, wie viele es sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Dämonen. Da ist wieder so ein Durchsehfeld. Also, okay, östliche Wand noch checken und die westliche einmal ablaufen. So. Östlich abgehen. Eine Geheimtür. Wollte danach suchen. Ja, finden aber nichts. Das scheint mir irgendwie zu random zu sein. Oh, eine Tür. Und Gegner. Ganz normale Skelette und ein etwas stärkerer. Du, geh mal weg da. Du. Genau. Oh, ganz normale Skelette und zwei stärkere. Ja, trotzdem müsste das nicht so das Problem darstellen. Sichern. Und du... Hau mal den weg. Du dahin. Und greif doch den Schwächeren zuerst an mit Tirik zusammen, damit der schon mal weg ist. Du sicherst. Du haust damit drauf. So. Oh, der hält jetzt schon über 30 Trefferpunkte aus, der leichte quasi, also der, die hier, die hellen. Okay. Und kaputt. Also 40 Trefferpunkte rum haben die. So, auf den. Du, den. Bisher noch fast gar keinen Schaden bekommen. Die Fraktion hier hinten. So, du haust den angeschlagen. Komm schon, Terry. Jo, sehr schön. Jalens Totenang steigt um 4 Punkte. Oh, der Totenkopfrüttel verliert seine Wirkung und verschwindet. Das ist nicht so gutes Timing. Wahrscheinlich waren einfach zu viele Untote in der Nähe. So, du hau den. So, du steh still. Angriff den ab. Komm schon. Jo, sehr schön. Du auf den da. Der ist auch zerstört. Läuft richtig gut. Du kannst mal ein wenig Platz machen. Stellt sich dahin, haust den weg. Du machst nichts und du haust mit da drauf. Du preist den an. Hierüber greift ihn auch gleich von hinten an und dann müsste das eigentlich im Sack sein. Du auf den. Bewegung dahin, Angriff den. Angriff den. Angriff den. Komm schon. Ich will gucken, ob es einen normalen Weg nach Hause gibt und wir uns nicht schon wieder teleportieren müssen. Zack. Und direkt. Yo, 32. Sehr schön. Du einmal rumtänzeln. Du nix. Du gehst da, wo Gwen denn vorher war. Du
machst nichts. Dann gehen wir mal wieder noch ran. So. Angriff auf den. Und die Döcke haben auf ganze Gruppe keine Magie. Ein Schlag noch, okay. So, weiter. Oh, da war eine Geheimwand. Wo zum Geier sind wir jetzt? Okay. Westlich. Da ist noch eine Wand. Knacken. Ha. Oh! Was zur Hölle? Okay. Also da werden wir nach da teleportiert. Okay. Sackgasse. Wieder ein Fake-Mechanismus und ein Kampf. Mit zwei Ghoulen. Nee, komm. Computerkampf, Kampf berechnen, keine Magie. Ghoule sind ja noch einfacher als Skelette. Zumal man im Notfall einfach rückwärts laufen und schießen kann, weil die so langsam sind. So. Noch eine Tür. Und wieder so ein Durchblick. So, wo sind wir jetzt? Wieder beim Teleporter, aber hinterm Teleporter, okay. Also nach Westen würde ich ganz gerne. Dann ist hier... Da ist der Teleporter. Was genau hat das jetzt gebracht? Okay, dann müssen wir im Süden weiter gucken oder uns dahinter teleportieren. Nee, Moment mal. Wir sind in den Teleporter, sind hier unten hingekommen. Okay, ganz ruhig. Also ich glaube, der hat uns zurück teleportiert. Das heißt, den müssen wir noch ausprobieren. Vorher gucken wir, ob hier eine Verbindung ist. Weil hier ist ja eigentlich die Treppe nach oben. Oh, nein, nicht verkleinern, vergrößern. So, also nach Süden. Das ist Norden. Das ist Süden. Hier müsste jetzt das Neue sein. Ja, nur eine Sackgasse. Oh, hier können wir durch. War die ganze Zeit da? Oh ne, wir sind ganz woanders. Ach du. Sehr konfuse Gegend hier. Ich dachte, wir sind jetzt wieder da, wo wir angefangen sind. Aber nichts da. Das ist mal ein Tempel. Osten. Geht's weiter. Gucken gerade nach Osten. Oh, da war ein Teleporter. Wo zum Geier sind wir jetzt? Okay, da oben. Und gehen jetzt auch nach Norden. Also muss man in der richtigen Reihenfolge in die Teleporter springen, um weiterzukommen. Und ein Geheimschalter, der nicht da ist. Sonst ist hier oben gar nichts. Ah doch, hier kann man durch die Wand. Hier kann man wieder durchgucken. Knacken. Oh. Ein Magier. Aber es ist ein Magier. Also Blitz. Zauberer. Sehr schön. Sichern. Ran da. Genau. Und du auch noch. Sichern. Raufhauen. Und kaputt.
kaputt. Er könnte gleich wieder zaubern, denke ich. Kannst du von hier aus zaubern? Kampf, Blitz, Zauberer. Nee, geht nicht. Ein vor und schieß dann mal. Und nächste Runde kannst du zaubern. Oder du brauchst es gar nicht mehr. Warum eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. Alles von Hand. Wir hätten gerne... Intuition. So, was sollst du senken? Höhenangst. 7 zum Verteilen. Alles auf Astralenergie. So, du trainierst bitte... Ups. Du trainierst bitte Schusswaffen. Gelungen, sehr gut. Stichwaffen. Misslungen. Speere. Gelungen. Intuition muss auch hoch. Sinneschärfe auch, sehr schön. Natur. Fährten suchen. Komm schon. Nö. Okay, Orientierung. Gelungen. Hier brauchst du nichts. Körper. Klettern und Schwimmen ist in Ordnung. Zechen ist 0, aber ist okay. Selbstbeherrschung kommt noch einmal hoch. Und sonst Tierkunde und Wildnisleben. Nö. Gudi, Heilung. Balsam kann ruhig noch 1-2 Punkte höher. Wenn es denn klappt. Jo. Kampf, Fulminictus ist bestimmt schon auf... Nee, ist es noch nicht. Ist erst auf 10. Blitz ist schon hoch. Scharfes Auge kann höher. Spurlos, trittlos war... Nicht hier. Aber Unsichtbarkeit ist hier. So. Adlerwolf von Hammer ist auch da. Sonst... Verständigung, nein. Illusion. Chamäleoni könnten wir noch steigern. Hellsicht brauchst du nicht Bewegung. Acceleratus hat sie 10, Spurlos Trittlos 7. Das kann noch höher. Einmal noch. Jo, sehr schön. Beherrschung. Somnigravis. Herr der Tiere. Und Antimagie. Beherrschung brechen. Geht auch nicht weiter. Na gut, 3 Punkte noch über. Dann halt... Ups, das war nicht geplant. Blitz. Und Fulmin. So. Das wäre so ein Durchguck. Okay.